Hallo und herzlich willkommen, liebe True Crime Fans. Heute erwartet euch ein Fall, der sehr bekannt ist und nach über 30 Jahren noch weltweit für Schlagzeilen sorgt. Netflix steht kurz davor, ein neues Licht auf die berüchtigte Geschichte der Menendez-Brüder zu werfen und ihr erfahrt es hier zuallererst. Im Verlauf dieses Jahres wird diese packende Dokumentation Einblicke gewähren, die so tiefgründig sind wie nie zuvor. Seid die Ersten, die von mir spannende Fakten und Geschichten rund um diesen aufsehenerregenden Fall erfahren, ein wahrer Kriminalfall, den ihr nicht verpassen möchtet. José und Kitty Menendez fielen einem Mordanschlag zum Opfer, der sich am 20. August 1989 ereignete. Aufgrund dieses Verbrechens erhielten die Brüder Menendez eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zu jener Zeit herrschte eine Sichtweise vor, die strikt in Schwarz-Weiß-Kategorien unterteilte. Sie verbüßen nunmehr seit mehr als 3 Jahrzehnten eine Gefängnisstrafe. Die Verteidigerin von Eric, Leslie Abramson, macht öffentlich geltend, dass eine Reputation als berüchtigte Kriminelle keinen Freibrief für unmenschliches Verhalten darstellen darf. Kalifornien, Elm Drive, Beverly Hills, 20. August 1989. Ein Anruf erreicht die lokale Notrufzentrale. Ein Mann meldet am Telefon, meine Eltern wurden erschossen. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor dem Einläuten der Mitternachtsstunde. Während ihrer Patrouille empfingen die Polizeikräfte eine Funkmeldung über eine Schießerei und alle verfügbaren Streifenwagen eilten umgehend zum Tatort. Zunächst fiel den Beamten auf, dass die Beleuchtung im Haus eingeschaltet war. Die Brüder erhielten die Anweisung, sich für eine Durchsuchung mit dem Gesicht nach unten auf die Einfahrt zu legen. Nachdem klar war, dass von ihnen keine Gefahr ausging, bemühten sich die Polizeikräfte, die Situation zu klären und zu verstehen, was geschehen war. Die Szene am Tatort war entsetzlich. Die Mutter befand sich zwischen Sofa und Couchtisch, ihre Haare waren ihr ins Gesicht gefallen. Der Vater war zusammengesunken und saß reglos auf dem Sofa. Es machte den Anschein, als hätte man mehrfach mit einer Schrotflinte auf sie geschossen. Die Polizisten waren mit einer derartigen Szenerie bisher noch nie konfrontiert worden. Ein Polizeibeamter trat aus dem Haus heraus, um sich um das Wohl der beiden Brüder zu kümmern. Die Brüder schienen von tiefer Verzweiflung ergriffen zu sein. Es war eine schreckliche Lage. Bei den Opfern handelte es sich um José und Kitty Menendez. Ihre Söhne, der 18-jährige Eric und der 21-jährige Lyle, waren diejenigen, die den Notruf abgesetzt hatten. Der Polizist erhielt den Auftrag, die Brüder nach den Namen aller Hausbewohner zu befragen und diese Informationen anschließend an den Einsatzleiter im Inneren des Hauses weiterzugeben. Der Einsatzleiter wies an, die Brüder zur Polizeiwache zu bringen. Detective Tom Edmonds, bekannt als einer der besten Ermittler, sollte die anschließende Befragung der Brüder durchführen. Anfangs unterhielt sich der Polizist mit Eric, der in tiefer Verzweiflung zu sein schien und weinte. Er behauptete, zur Tatzeit im Kino und bei einem Event in Santa Monica gewesen zu sein. Anschließend seien sie heimgekehrt, um Erics gefälschten Ausweis zu holen. Ihre Absicht war es nämlich, eine Bar aufzusuchen. Bei diesem Zwischenstopp fanden sie zu Hause ihre verstorbenen Eltern vor. Das Verhör dauerte nicht lange, wobei der Detective behutsam und mit Feingefühl vorging. Lyle Menendez bekräftigte die Aussage, dass sie sich im Kino befanden und eine Veranstaltung besucht hatten. Wer käme als Person mit einem Tatmotiv für diese grausigen Morde in Frage? Die Brüder äußerten, ihr Vater sei im Videogeschäft aktiv gewesen und habe Kontakte zu dubiosen Gestalten unterhalten. Zu jener Zeit waren José und Kitty Menendez keine bekannten Persönlichkeiten, er hatte es aus eigener Kraft zum Millionär gebracht. Die Ermittler wenden sich der Vergangenheit des Ehepaars zu, um zu erforschen, ob sie sich auf ihrem Weg zu Wohlstand und Reichtum Feindschaften zugezogen haben könnten. José Menendez verließ Kuba als 15-Jähriger und ließ sich in Miami nieder. An der Universität begegnete er Kitty. Sie war charmant, gebildet und verfiel ihm rasch. Zusammen bekamen sie 2 Söhne, Eric und Lyle, die sie im Bundesstaat New Jersey aufzogen.
Im Jahr 1986 siedelte der damals 15-jährige Eric zusammen mit seinen Eltern nach Los Angeles über, während der 18-jährige Lyle nicht mitkam, da er sein Studium an der Princeton University fortsetzte. Es wurde spekuliert, dass Jose's Unternehmen möglicherweise Verbindungen zur Mafia unterhalten und mit ihr Geschäfte getätigt haben könnte. Im gesamten Haus fanden sich keine Patronenhülsen, keine blutverschmierten Kleidungsstücke oder Blutspuren von Fußabdrücken. Die Ermittler durchkämmten jeden Raum auf der Suche nach der Schrotflinte, jedoch ohne Erfolg. Die Waffe blieb unauffindbar. Zugleich erkundigten sich Polizeibeamte in der Nachbarschaft, ob potenzielle Zeugen des Vorfalls zu finden seien. Im Zuge dieser Befragungen trafen sie auf ein Mädchen, welches beobachtet hatte, wie zwei Personen aus einem vorgefahrenen Auto ausstiegen, zum Kofferraum gingen und anschließend das Haus betraten. Keinerlei Anzeichen deuteten auf einen Einbruch hin, was darauf schließen ließ, dass es sich um einen gezielten Auftragsmord handeln musste. Im Jahr 1989 wurde der Fall des Mordes der Staatsanwältin Pamela Bucanich übergeben. Zu jener Zeit war Pamela Bucanich als Staatsanwältin in der Abteilung tätig, die sich mit organisierter Kriminalität befasste. Mordfälle werden zunächst von der Polizei untersucht, woraufhin die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. In manchen Fällen kommt es jedoch zur Zusammenarbeit. Angesichts des Verdachts eines Mafia-Mordes kooperierte sie eng mit den Ermittlern bei der Aufklärung des Falls. Bei der Befragung der Familie nach möglichen Feinden erlangten die Polizisten Kenntnis von einer geschäftlichen Auseinandersetzung, die zwischen José Menéndez und einer Person namens Noel Blum stattgefunden hatte. Allerdings hielt Noel Blums Alibi einer genauen Überprüfung stand. Er wurde somit als Verdächtiger ausgeschlossen. Gab es möglicherweise einen weiteren Geschäftspartner, der als Täter in Betracht gezogen werden konnte? Es machte die Runde, dass die Zusammenarbeit mit Menéndez einem Albtraum glich. Sein lautes Schreien und seine ausgesprochen schlechte Behandlung der Menschen ließen Gerüchte aufkommen, dass einige erleichtert darüber waren, dass er nicht mehr lebte. José Menéndez galt als skrupelloser Geschäftsmann. Die Ermittlungen ergaben, dass er eine Firma für FSK 21 Filme erworben hatte, deren Vorbesitzer Verbindungen zur Mafia in New York und New Jersey unterhielt. Obwohl die Mafia weiterhin im Kreis der Verdächtigen verblieb, führte eine nähere Betrachtung der familiären Verhältnisse die Ermittler zu einer unerwarteten Entdeckung, die Eric und Lyle betraf. Unter den Familienmitgliedern machten Gerüchte die Runde, dass eine Enterbung der Söhne im Raum stand, was für die Kriminalpolizisten ein entscheidendes Indiz darstellte. Laut Aussagen aus dem Familienkreis war José Menéndez besorgt darüber, dass sein Vermögen in die Hände der Lebensgefährtinnen seiner Söhne geraten könnte. Darüber hinaus empfand er Enttäuschung angesichts der kriminellen Verstrickungen der beiden. Weitere Recherchen ergaben, dass die Brüder in Calabasas mehrfach in Häuser von Freunden eingebrochen waren, dabei etwa 100.000 Dollar und Schmuck entwendet und schließlich geschnappt worden waren. Diese Taten waren umso verwunderlicher, da ihr Vater ein beträchtliches Einkommen erzielte. José Menéndez empfand die Einbrüche seiner Söhne als beschämend und arrangierte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Eric legte ein Schuldbekenntnis ab und erhielt lediglich eine Bewährungsstrafe sowie die Auflage, für 6 Monate therapeutische Sitzungen bei einem Psychologen wahrzunehmen. Lyles Rolle in den Vorfällen blieb dagegen unerwähnt. Eric schien die ganze Verantwortung zu übernehmen, was für ihn sicher keine leichte Last war. José Menéndez verfügte über eine Lebensversicherung im Wert von 650.000 Dollar und nach seinem Ableben waren seine Söhne die Nutznießer dieser Summe. 3 Monate nach den Morden tätigten sie kostspielige Anschaffungen, darunter ein Porsche Carrera, Rolex-Uhren und einen Jeep. Eric nahm sich einen privaten Tennistrainer und hatte die Absicht, an der UCLA zu studieren, die zu den renommiertesten Universitäten der Welt zählt. Letzten Endes entschied er sich jedoch dagegen. Trotz seines Rückziehers hinsichtlich der UCLA verpflichtete Eric einen Tennistrainer für ein Jahresgehalt von 60.000 Dollar. Für die Ermittler waren all diese Anschaffungen kein Indiz echter Trauer. Ein Familienfreund merkte an: Man mache unnötig viel Wirbel daraus.
Die Söhne seien früher genauso großzügig gewesen beim Geldausgeben. Der Unterschied sei lediglich gewesen, dass früher ein anderer die Checks ausstellte. Kurz nach den tragischen Ereignissen investierte Lyle Menendez in den Kauf eines Buffalo Wings Restaurants in Princeton. Lyle investierte eine halbe Million Dollar, um in die Fußstapfen seines Vaters als Geschäftsmann zu treten. Weder Eric noch Lyle konnten untätig bleiben. Ihr Leitspruch lautete: produktiv sein, aktiv bleiben. Sie strebten danach, sich von ihren Eltern zu lösen, dabei jedoch ihre finanziellen Mittel und ihren Lebensstandard beizubehalten. Die Staatsanwältin insistierte beharrlich auf die Auffindung der Tatwaffen, denn nur so ließe sich beweisen, dass die Söhne die wahren Täter waren, niemand sonst. Die Ermittler waren auf der Suche nach Beweisen, die die Brüder überführen würden. Doch selbst 7 Monate nach den Morden hatte die Polizei keine konkreten Ergebnisse zu präsentieren und sowohl die Fragen der Öffentlichkeit als auch die Anfragen der Medien blieben unbeantwortet. Die Intensität der Ermittlungen ließ nach, da keine neuen Anhaltspunkte auftauchten und es wurde weniger Zeit für den Fall aufgewendet, eine prekäre Lage. Doch dann erschien eine junge Frau in den Büros der Detectives und brachte dramatische Neuigkeiten. Sie behauptete, ehemals die Freundin eines Psychologen namens Dr. Jerome Osiel gewesen zu sein, mit dem sie inzwischen zerstritten war. Laut ihrer Aussage hatte Dr. Osiel ihr offenbart, dass die Brüder ihm die Tötung ihrer Eltern gestanden hatten. Es existierte sogar eine Tonaufnahme dieses Geständnisses. Nachdem die Brüder bei dem Einbruch aufgeflogen waren, hatte ihr Rechtsanwalt vorgeschlagen, dass eine Therapie bei Dr. Osiel helfen könnte, ihre Probleme zu bewältigen. Die Brüder nahmen diesen Rat an. Besonders Eric suchte nach den Morden erneut Dr. Osiel auf, da ihn die Geschehnisse offenbar mehr zu belasten schienen als seinen Bruder Lyle. Obgleich Dr. Osiel die ärztliche Schweigepflicht gebrochen hatte, lag es in der Verantwortung der Ermittler, diesen Fall aufzuklären. Für die Ermittlungsarbeit der Polizei war insbesondere der Hinweis entscheidend, dass die Schrotflinten in San Diego erworben worden waren. In San Diego gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Waffengeschäften. Im Big Five, dem zweiten Laden, den die Ermittler überprüften, werden alle Waffenverkäufe in einem Register dokumentiert. Beim Durchsehen der Einträge zum relevanten Datum stießen sie auf den Namen Donovan Goodrow. Donovan Goodrow, ein Bekannter von Lyle in Princeton, war zwar kein Schüler, verkehrte jedoch mit den Universitätsstudenten. Direkt nach den Morden hatte Goodrow Kontakt zur Polizei aufgenommen, um sich nach den Geschehnissen zu erkundigen. Warum zeigte Donovan Goodrow ein solches Interesse? Die Polizei nahm ihn zu den Vorgängen ins Verhör. Er gab an, zum Zeitpunkt des Waffenkaufs auf der Ostküste gewesen zu sein und nicht in San Diego. Seinen Ausweis hatte er verloren oder er wurde ihm gestohlen. Er äußerte, dass ihm der Ausweis seit dem Frühjahr 1989 fehlte. Es stellte sich die Frage, ob die Brüder vielleicht im Besitz seines Ausweises waren. Mit dem auf mysteriöse Weise abhanden gekommenen Ausweis von Donovan Goodrow hatten die Menendez-Brüder 2 Mossberg-Schrotflinten und 1 Kiste Munition erworben. Diese Information genügte den Ermittlern. Am 8. März 1990, am Tag seiner Festnahme, war Lyle mit Bekannten in seinem Jeep auf dem Weg zum Mittagessen, als die Ermittler eine Polizeistreife entsandten. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und verhafteten Lyle. Eric, ein Tennisspieler von internationalem Format, nahm an Wettkämpfen teil und hielt sich zum Zeitpunkt der Ermittlungen in Israel auf. Sein Rechtsvertreter informierte die Ermittlungsbehörden darüber und arrangierte seine Rückreise. Eric Menendez wurde direkt nach seiner Landung am Flughafen von L.A. in Gewahrsam genommen. 20. Juli 1993, Oberster Gerichtshof, Los Angeles. Die Staatsanwältin erklärte, dass 2 separate Schwurgerichte erforderlich waren, da ein Geständnis von Angeklagten Nummer 1, welches Angeklagten Nummer 2 belastet, nicht verwendet werden könnte, es sei denn, jeder Angeklagte hätte sein eigenes Schwurgericht. Lyle und Eric hatten beide belastend über den jeweils anderen ausgesagt. Leslie Abramson übernahm die Verteidigung von Eric. In Los Angeles galt sie als eine der führenden Anwältinnen in Mordfällen. Lyles Anwältin war Jill Lansing, eine einst renommierte Pflichtverteidigerin, die dann ihre eigene Kanzlei gründete.
Ihr erster Satz vor Gericht war ungewöhnlich für eine Verteidigerin. Lyle und Eric Menendez haben ihre Eltern getötet. Sie fuhr fort. Wir bestreiten nicht den Ort des Geschehens, den Hergang oder die Identität der Täter. Das Einzige, worauf es in diesem Prozess ankommt, ist das Warum. Wir werden darlegen, dass die Tat aus Angst begangen wurde. Es herrschte so eine Stille im Saal, dass man sogar das Atmen des Richters vernehmen konnte, als die Verteidigung ihr Plädoyer hielt. Das starke öffentliche Interesse galt der brisanten Mischung aus vermögenden Erben, Elternmord und dem glamourösen Hintergrund von Beverly Hills. Das Interesse überschritt bei weitem das Maß, das üblicherweise einem Mordprozess zuteil wird. Unmittelbar vor dem Tod ihrer Eltern eigneten sich bestimmte Vorfälle, die die Söhne zu dem Glauben veranlassten, ihr eigenes Leben sei in Gefahr. Dies war der Grund für ihr Handeln. Die Verteidigung von Lyle betonte, dass der Prozess Einblick gewähren werde in die verborgenen Realitäten, die sich jenseits der glänzenden Fassaden, prachtvoller Anwesen, prestigeträchtiger Fahrzeuge, einflussreicher Bekanntschaften und imponierender gesellschaftlicher Engagements verbergen. Die Anwältin machte deutlich, dass der Prozess offenlegen wird, unter welchen Bedingungen Lyle Menendez und sein Bruder tatsächlich aufwuchsen. Eine Familie, die nach außen hin makellos erschien, während das häusliche Leben eine einzige Katastrophe war. Lyles Vater ergriff ihn, schlug ihm ins Gesicht und drohte: Wenn du mich noch einmal blamierst, bringe ich dich um. Während der Verhandlung fragte man Eric, was ihn dazu getrieben habe, auf seine Eltern zu schießen. Unter Tränen offenbarte er: Unser Vater hat uns missbraucht. Dann schilderte er die sexuellen Misshandlungen durch seinen Vater. Auf die Frage, ob er bei seinem Bruder nach Unterstützung gesucht habe, antwortete er mit Ja. Die Geschworenen verfolgten Erics Aussagen mit höchster Aufmerksamkeit. Lyle berichtete, dass er im Alter von 4 bis 6 Jahren sexuell missbraucht und sogar vergewaltigt worden sei. Eric fuhr fort, dass er seinen Vater angefleht hatte, aufzuhören und dass er es nicht wolle, weil es ihm Schmerzen bereite. Doch sein Vater habe geantwortet: Ich möchte dir nicht wehtun, ich liebe dich. Lyle, der bisher öffentlich als unerschütterlicher und harter Typ galt, bot ein überraschendes Bild, als er unter Tränen aussagte. Tränen, die ihm die Anwesenden im Gerichtssaal glaubten. Bei der Aussage legte Lyle offen, der Missbrauch durch seinen Vater habe ein Ende gefunden, als er 8 Jahre alt war. Später wurde er befragt, ob er im Alter von 13 Jahren die Sorge gehabt habe, dass der Missbrauch auch anderen widerfahren könnte. Er antwortete bejahend auf diese Frage. Als man ihn fragte, an wen er dabei gedacht habe, nannte er seinen Bruder Eric. Er erklärte seinem Vater, dieser soll Eric in Ruhe lassen. Der Vater versicherte daraufhin, er würde Eric nichts tun. Am 15. August 1989 erlangte Lyle die Erkenntnis, dass der Missbrauch an seinem Bruder Eric niemals aufgehört hatte. Als Lyle jenen Sommer nach Hause zurückkehrte, offenbarte ihm Eric, dass die sexuellen Übergriffe noch immer andauerten. Von Wut gepackt und in der Absicht, seinen Bruder zu schützen, konfrontierte Lyle daraufhin seinen Vater. Dieser entgegnete: Was ich mit meinem Sohn mache, geht dich nichts an, und erklärte ihm, wie es weitergehen solle. Du kehrst nach Princeton zurück und dein Bruder geht zurück an die UCLA, genau wie geplant. Und wir tun alle so, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Ich entgegnete dann, dass er krank sei und Eric nicht mehr anfassen dürfe und drohte ihm, erläuterte er vor Gericht. Auf die Nachfrage, mit was er gedroht habe, antwortete er, dass ich es jedem erzählen würde, und das war ein Fehler. Daraufhin wurde Eric gefragt: Ihr Vater konfrontierte sie in ihrem Zimmer, korrekt? Ja, er hat gegen meine Tür gehämmert und gebrüllt, dass ich sie sofort öffnen solle. Anschließend sagte er, er hätte es mir verboten, Lyle etwas zu sagen, und jetzt würde er es jedem erzählen und dass er so etwas nicht zulassen dürfe. Das Gericht fragte, ob er gesagt hätte, was die Konsequenzen sein würden. Eric antwortete: Ja, er sagte, er würde mich umbringen. Die Brüder berichteten, dass sie am Freitag, den 18. August, 2 Schrotflinten erworben hätten, um sich zu verteidigen. In den darauffolgenden Tagen versuchten sie, sich so selten wie möglich im Elternhaus aufzuhalten.
Doch am Sonntag, den 20. August, spitzte sich die Situation zu. Sie planten ins Kino zu gehen, aber dies wurde ihnen untersagt. Obgleich sie ausgegangen waren, wurde ihnen dieses Mal aufgetragen, zu Hause zu bleiben. Die Mutter warf Lyle vor, er hätte die Familie ruiniert. Er spürte, dass etwas Unheilvolles geschehen würde, denn er kannte die Gesichtsausdrücke seiner Mutter nur zu gut und wusste, was sie bedeuten. Eric gestand, dass er die Nerven verloren und daraufhin die Waffe geholt hatte. Sie brachen die Tür zum Arbeitszimmer auf, Eric betrat es als erster. Dann eröffnete er das Feuer. Anschließend trat Lyle ein. Sie vernahmen das Zerbrechen von Gegenständen, das Echo der Schüsse und sahen das Mündungsfeuer. Es herrschte totales Chaos. Die Brüder glaubten zunächst, die Polizei würde wegen des Lärms eintreffen, doch niemand kam. Als klar wurde, dass keine Hilfe eintreffen würde, diskutierten sie, wie es weitergehen sollte und entschieden, die Wahrheit zu verbergen. Sie waren darauf bedacht, dass niemand ihr Tun und die Beweggründe dahinter erfahren sollte. Um ihre Fingerabdrücke zu beseitigen, sammelten sie sämtliche Patronenhülsen auf. Die Waffen warfen sie weg, doch zeigte die Wahl ihres Entsorgungsortes wenig Sorgfalt, was letztlich dazu führte, dass sie gefasst wurden. Während des Kreuzverhörs konzentrierten sich die Befragungen auf die Absichtlichkeit der Tat und die Lügen, die sie verbreitet hatten. Lyle wurde gefragt. Sie weinen heftig auf der Aufnahme des Notrufs, stimmt das? Er bestätigte dies. Folgend wurde nachgehakt, also weinen Sie, während Sie gleichzeitig lügen? Die Staatsanwältin wies die Geschworenen darauf hin, dass die Brüder pathologische Lügner seien, die auch vor Gericht die Wahrheit verfälschen könnten. Zeugenaussagen von Familienangehörigen bestätigten, dass die Kinder regelmäßig heftigen Schlägen unterworfen wurden. Übereinstimmend berichteten alle Zeugen von anhaltender Belästigung und Misshandlung, denen die Brüder während ihres gesamten Lebens ausgeliefert waren. Eine Zeugin gab zu Protokoll, dass sie beobachtete, wie Eric Furcht zeigte und sie schilderte, dass sie ihn und seinen Vater in gegenseitiger Berührung im Genitalbereich sah. Der Cousin sagte aus, Eric habe ihm anvertraut, dass der Vater seinen Penis berührt und massiert habe. Die Staatsanwältin zeigte sich skeptisch und schenkte den Aussagen keinen Glauben. Stattdessen legte die Staatsanwältin dar, dass eine Verwandte der Menendez-Familie ihr zu Beginn des Prozesses erzählt habe, sie habe Lyle im Gefängnis besucht, wo er ihr die geplante Verteidigungsstrategie offenbart hatte. Als die Verwandte zum Ausdruck brachte, dass dies nicht der Wahrheit entspreche, entgegnete Lyle, dass sie das schon hinbiegen würden. Die Verwandte blickte die Staatsanwältin an und in diesem Moment erkannte Letztere, dass die Verwandte dies niemals vor Gericht aussagen würde. Maria Menendez, die Großmutter, war täglich im Gerichtssaal zugegen. Sie stand den Brüdern uneingeschränkt bei und zeigte ihnen ihre volle Unterstützung. Im Dezember 1993, nach einem fünfmonatigen Prozess mit Aussagen von 101 Zeugen, zogen sich die Geschworenen zur Urteilsfindung zurück. Bei ihrem ersten Votum standen die Geschworenen in einer Pattsituation. 6 Frauen stimmten für Totschlag, während die 6 männlichen Geschworenen auf Mord plädierten, da sie der Meinung waren, die Brüder hätten gelogen. Ein Standpunkt, den die weiblichen Geschworenen nicht teilten. Eriks Geschworenenrat debattierte 16 Tage lang, wohingegen Lyles Geschworene sich rund 25 Tage Zeit für Beratungen nahmen, ein historisches Hoch für die Dauer von Geschworenenberatungen in der Rechtsgeschichte Kaliforniens. Als die Geschworenen zu keinem einstimmigen Urteil kommen konnten, wurde der Prozess für nichtig erklärt. Jill Lansing, eine der Verteidigerinnen, äußerte, ein ausgiebiges Gespräch mit der Jury war uns nicht möglich. Ursprünglich neigten 9 Geschworene zu Totschlag und 3 zum Mord. Aber dann wandelte sich die Stimmung, was zu diesem Ergebnis führte. Leslie Abramson, Erics Anwältin, betonte, es ist bemerkenswert, dass bei seiner Jury ausschließlich Männer für eine Verurteilung wegen Mordes votierten. Es kam zu erheblicher Kritik, weil die Jury nicht zu einem eindeutigen Schuldspruch gegen die Brüder gelangte. Zahlreiche Personen bezweifelten die Behauptung des Missbrauchs vollkommen. 23. August 1995, 1,5 Jahre später, Oberster Gerichtshof von Los Angeles. Der zweite Prozess unterschied sich deutlich vom ersten. Es wurde nicht im Fernsehen übertragen und es gab nur ein Geschworenengremium statt 2.
Die Staatsanwaltschaft rief eine geringere Anzahl an Zeugen auf. Zudem wurden mehrere Anträge eingereicht, die darauf abzielten, den Handlungsspielraum der Verteidigung einzuschränken. Der Richter signalisierte, dass er die Rechte der Verteidigung, Fakten vorzulegen, stark beschnitten hatte, was die Verteidigerinnen beider Brüder als sehr ungewöhnlich empfanden. In den anderthalb Jahren, in denen die Brüder auf ihren zweiten Prozess warteten, gab es Änderungen in der Rechtsprechung. Der oberste Gerichtshof legte zwischenzeitlich fest, dass bei einem Anspruch auf Selbstverteidigung die Handlung spontan und unmittelbar erfolgen muss. Es ist demnach nicht zulässig, erst zum Auto zu gehen und dort eine Waffe zu laden. Nach dieser Vorgabe konnte im vorliegenden Fall nicht mehr von legitimer Selbstverteidigung ausgegangen werden. Die Staatsanwaltschaft war sich bewusst, dass die Verteidigungsstrategie durch die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen geschwächt worden war und richtete ihre Prozesstaktik entsprechend daran aus. Lyle und Eric Menendez wurden für die Ermordung ihrer Eltern zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Seit dem Verbrechen waren 6,5 Jahre vergangen. Die Bewährungsabteilung sprach sich dafür aus, dass die Brüder zusammenbleiben sollten, ungeachtet dessen, ob man das Urteil oder die verhängte Strafe für gerechtfertigt hält. Die unumstößliche Tatsache bleibt, dass sie ihre Eltern ermordet haben. Die Meinungen dazu sind geteilt. Doch die Geschichte der Menendez-Brüder ist noch lange nicht abgeschlossen. 2017 strahlte ein Fernsehsender eine Dokumentation aus, in der Eric Menendez den Fall aus seiner Perspektive darlegte. Einige Jahre später wurde diese Sendung von einem großen Streamingdienst aufgenommen, wodurch ein jüngeres Publikum auf den Fall aufmerksam wurde. Besonders im Kontext der MeToo-Bewegung und der wachsenden Sensibilität für die Thematik, dass Opfer sexuellen Missbrauchs oftmals nicht fair von der Gesellschaft und der Justiz behandelt werden, stieg das Interesse am Fall der Menendez-Brüder. Während der Covid-19-Pandemie entdeckten Millennials den Fall der Menendez-Morde und katapultierten die Brüder in den Mittelpunkt sozialer Medien. Als sich die jüngere Generation mit dem Fall auseinandersetzte, hatte sie Zugang zu einer äußerst informativen Primärquelle. Die Aufzeichnung des Prozesses bot umfassende Einblicke. Während der Pandemie nahm Call TV den Prozess gegen die Menendez-Brüder in sein Streaming-Angebot auf. Auf TikTok finden sich Verfechter der Brüder, die argumentieren, dass die Verurteilung auf Totschlag und nicht auf Mord hätte lauten sollen. Hätte das Urteil auf Totschlag gelautet, wären die Brüder mittlerweile möglicherweise schon aus der Haft entlassen worden. Aktuell finden Briefkampagnen statt, die sich an kalifornische Abgeordnete und Staatsanwälte richten, mit dem Ziel, eine Revision des Urteils zu bewirken. Es wird auf die Bemühungen der Brüder hingewiesen, deren Engagement und Haft wie die Leitung von Therapiegruppen für Mithäftlinge als Versuch der Wiedergutmachung und Beitrag zum Gemeinwohl gilt. Die Vergangenheit zeigt, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährungsmöglichkeit im Laufe der Zeit dennoch einer Veränderung unterliegen kann, da sich gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen wandeln. Puh, Leute, das war also ein erster Eindruck von dem, was euch bei der kommenden Netflix-Dokumentation über die Menendez-Brüder erwartet. Treu meines Versprechens, euch stets die aktuellsten und spannendsten Inhalte zu liefern. Eure Gedanken sind mir wichtig, also lasst sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch dieser exklusive Sneak Peek begeistert hat, zeigt es mit einem Like und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, ich bin eure Unbelievable.